Headset ist wieder an. Ausgeschmatzt. Ja, kein Akt. Tu doch nur in Ruhe essen. Ich hab schon gesehen, der Hänger wird gerade leer gemacht. Aber ich habe mehr Zuschauer, wenn ich nichts tue, als wenn ich arbeite. Tut es auch im Moment. Genau, ich quatsch nebenbei gerade noch ein bisschen mit dem Steini. Also wenn du mit dem Essen fertig bist, reicht voll auf. Ja, also mir gefällt die Karte eigentlich schon ganz gut, Steine. Jo. Ja. Ja, und ich meine, die Rundungen, wo dir nicht taugen, die kannst du ja raustun. Ja, oder begradigen oder so, das ist ja alles praktisch. Ja, das ist schon, aber das ist halt ein riesiges Performance. Weil wenn ich auf dem Hof bin, da habe ich halt dann brutale Rücktritte. Das ist so dann nicht. Das Getreidesilo, schau, das Getreidesilo hat, da ist jetzt in dem Silo 200.000 Liter Weizen. Also, ich habe zwar ein Zusatzsilo gekauft, aber es war vorher schon wieder so gekauft. Ich glaube, dass das was natürlich ein Nachteil ist, du hast eine Abladefunktion. Du kannst maximal 59.000 anliefern und dann fällt der Preis. Das ist ein bisschen nachteilig, aber ich glaube, dass da schon mal was kommt. Gut, da sind einige dabei, aber ich glaube, dass er jetzt erstmal ein Feedback will, was muss er verbessern, was nicht. Ich glaube, dass er noch richtig. Ganz genau, dass einmal was da ist. Ihm ist eigentlich, meiner Ansicht nach, ist ihm nur darum gegangen, dass er also derjenige ist, ganz genau, dass er den World Status hat, dass er die erste Karte veröffentlicht hat. Das ist ja okay. Es gibt ja auf den Giants-Karten auch Probleme. Die sind also wesentlich stärker getestet als die seine und von daher sind wir also abgekommen. Das ist okay sowieso. Und wird's? Ja. Ja, es ist ja am Freitag eigentlich nur die Karte gekommen, es sind ja keine anderen Mods. Nee, die ist in Mod-Hub gestellt worden, als getestet und Giants hat es direkt 1:1 rübergeschickt. So
Sony und zu Microsoft. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass kein das macht. Ja, das ist, nur bei den normalen, beim Mod-Toaster ist ja das gleiche. Da kannst du auch jeden Scheiß draufstellen. Aber du könntest dich mal, wenn du Zeit, Lust und Liebe hast, drüber hermachen über einen MB-Truck bzw. Krempe mit Anhänger. Großen Krampe-Anhänger da. Du hast ja den Auflieger, dass man da Anhänger guckt und hinten hin kann. Das haben wir ja geschickt. Ja, hinten mit Anhängerkupplung, dass man einen Roadtrain draus macht und einen MB-Truck, weil Sascha will unbedingt einen MB-Truck. Ja. Ja, aber die gibt's doch. Die gibt's doch auf die verschiedenen Mod-Portale, oder? Gibt's doch so MB-Trucks. Ja. Ja, das ist schon klar. Aber ich habe da überhaupt keinen Peil von dem Teil. Ich habe da gar keinen Peil bei dem Sachen. Weiß ich nicht.
Ja, das war vielleicht nicht schlecht. Ja, den Flidel haben wir auch, aber wie gesagt, es war halt der Krampe, war halt schöner, weil es da vorne ein Auflieger. Ja. Schaut denn das mit dem Schmutz aus? Schön. Ja, dem Sascha gefällt es eigentlich auch ganz gut. Ein paar Sachen, wo ihm nicht gefallen, aber so im Ganzen. Nee, nee, dass es so ruckelt. Nee, nee, das hat mit dem nichts zu tun. Weil wenn ich nämlich...